Blubbeln! Blubbeln! Blubbeln, blubbeln, blubbeln! Blubbeln, blubbeln! Meine Blubbeln! Meine Blubbeln! Das ist krank. Das ist wirklich krank. Es ist Montag. Es ist Heiligabend. Und ich schreie nach Blubbeln! Entschuldigung. So, meine Damen und Herren, Heiligabend, das geht auf Weihnachten zu. Ich mache ganz normal weiter im Rhythmus Montag bis Freitag, einfach weil ich es kann. Ah, The Steadfast Nightbeat läuft dort. So, wir sind in diesem Schacht hier, ne? Das ist der Westschacht. Wir gehen nach Westen und von dann gehen wir nach Norden. Na gut, der Westschacht. Ja, also ich höre Nightbeat. Ich mache ganz munter weiter. Einfach auch so, weil ich der Meinung bin, dass du auch zwischen den Jahren versorgt werden sollst. Mit. Mal runter und dann links ist schon Westschacht. Ja, sehr gut. Mit entsprechendem Kulturgut à la Minecraft. Zwischendurch werden wir natürlich jetzt gerade mal noch ein bisschen was machen. Denn ich habe meinen Fehler dann mal korrigiert. Es hat mich aber auch keiner darauf hingewiesen, von daher gehe ich davon aus, dass gar keiner so weit geschaut hat. Mit der Deko-Bench. Jetzt weiß ich, wie sie läuft, wie sie funktioniert, jetzt weiß ich auch, wie sie heißt. Und ich weiß, wie sie gecraftet wird und wenn ich schon da bin, dann kann ich das auch gerade mal hier so mitnehmen, weil davon werden wir brauchen und zwar reichlich. Moku! Moko! So. Also, es ist so, dass wir die DecoCraft Bench einfach schlichtweg, ja, falsch gepackt haben, falsch gecraftet haben, wie auch immer. Statt der roten Rose brauche ich roten Farbstoff. Das war in der Crafting-Beschreibung ein bisschen blöd. Und wenn du nicht weißt, wie diese Bench heißt, oder dieses Deko-Teil, ja, und mittlerweile weiß ich es ja, es heißt Deko-Bank. Ja, und ich habe ja nach Bench und Table gesucht, da findest du halt nichts. Ja, wenn du das dann so aufstellst, dann funktioniert es halt nicht. Das ist halt normal. So, was ist denn hier noch drin? 12 Blöcke. Boah, das kann man so machen. Alter. Ich habe jetzt gerade gedacht, hier ist irgendwas. Wieso treten ihr euch... Genau, dreht euch mal rum zu mir hier. Und du bist dir dafür zu schade, oder wie muss ich das sehen? Hä? Aha. Ihr süßen Falzis hier. Aber hier fehlt doch einer, oder? Eins, zwei, drei, vier... Hier fehlt doch einer. Wo sind die Kleinen? Ein Kleiner fehlt. Eins, zwei, drei, vier. Hm, wer weiß. Wahrscheinlich wieder zu blöd zum... Weißt du? So, pass auf. Ich wollte ja eine Deko-Bench basteln und das ist uns ja nicht gelungen. Ja, und wir müssen ja haben unsere Werkbank und einen Lehmblock und so. Ja, und so eine Werkbank haben wir ja hier. Einen Lehmblock, Lehmblock und Lehmblock haben wir. Wo sind die Lehmblöcke? Hab ich die gekillt, ich Depp? Das würde mich nicht wundern. Lehm? Da. So, dann brauchen wir ein bisschen Lapislazuli. Was brauchen wir noch? Kaktusgrün hab ich. Rose habe ich auch. Müsste schon, theoretisch müsste das schon jetzt gehen, ne? Nee. Was fehlt mir denn? Der rote Farbstoff. Aber jetzt geht's. Wo stellen wir ihn hin? Am besten hier so, denke ich, ja? Guckst du.
Und da kannst du jetzt nach beispielsweise Weihnachten suchen. Ja, Weihnachtsbaum, kleiner Weihnachtsbaum. Nicht genug Ressourcen. Lehmkosten. Rot, grün, blau. Aber was willst du damit? Was willst du mir damit sagen? Das sind Crafting Clay, glaube ich, ist das. Crafting Clay. Den machen wir aus verschiedenen Farben. Pass mal auf. Ich schmeiß das jetzt gerade erstmal alles hier wieder zurück. Weil wichtig. Das muss dahin. Stein. Bruchstein. Nee, Cobblestone habe ich doch eine eigene für. Cobble kann ich auf jeden Fall gleich mal brauchen. Dann habe ich noch eine Erdekiste. Erde brauchen wir auf jeden Fall in rauen Mengen. Cobble. Den grünen Farbstoff brauchen wir. Dann brauchen wir roten Farbstoff ohne Ende. Und blauen Farbstoff. Nicht wahr? Oh! KST Beat 58. Bam. So muss das sein. KST Beat New Xmas. Rot, blau und grüner Crafting Lehm. Rot, blau, grün. Das heißt, wir brauchen Unmengen an Erde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Sand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. So, das packen wir schon mal da rein. Dann brauchen wir blau. Und dann brauchen wir noch grün. Den Rest bringen wir erstmal zurück. Zack, 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 zack. Also, wir müssen auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall Lehm sammeln, wenn wir mit Deco-Craft arbeiten wollen. Erze. Das kann ich doch damit reinschmeißen. Und das hier ist ein Mob-Drop. Mob-Drop. Dann habe ich hier noch. So, meine Damen und Herren. Dann kann ich den ganzen Kladderadatsch nämlich einfach mal da so reinhauen. Ach, das geht gar nicht. Zum Grid hinzufügen. Ah, so funktioniert dem. Coole Sache. Das heißt, so können wir mitarbeiten. Alles klar. So funktioniert dem. Mhm. Dann nehmen wir den mal mit. Den nehmen wir auch mit. Weißt du was? Den probieren wir auch. Den probieren wir auch noch. So, und damit haben wir es doch schon. So, pass mal auf. Den nehmen wir nämlich jetzt.
vorher legen wir uns mal kurz schlafen. Nee, halt. Im Dunkeln muss das stattfinden, sonst sehen wir ja nichts. Das machen wir dann später einfach wieder dran. Diese Eichebaum. Geht nicht. Brauchen wir mehr? Das ist. Ist das so ein fetter Baum oder was? Something is in the way. Ah ja, das ist also schon ziemlich fett, das Ding. Das will ich wissen. Boah, Alter. Wie groß ist das Teil? That's what she said. Okay, wir müssen das doch irgendwie platzieren können. Haben wir keine freien Flächen? Wir haben so viel Gedöns. Keine freien Flächen. Das ist aber nicht schön. Wir müssen doch freie Flächen haben hier. Wie groß ist denn das Teil? Das muss ja enorm sein. Das da nicht reinpasst. That's what she said. Oh. Lieber Master Merchant, bitte halten Sie jetzt Ihr Gesicht. Ah, das sieht doch schon besser aus. Ich bin hier. Weg von meinem Baum, du Vogel. Okay, das sind normale Blockhöhe hier, wie mir scheint. Ja, das ist aber nicht so schlecht. Leuchten wäre cool. Wenn er leuchten würde, wäre richtig gut. Ach, kann man die nur draußen stellen? Ah, der leuchtet. Geht leider nicht. Ah, so geht's. Ja, siehst du, geht doch. Di 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 di